Julia Reda, Spitzenkandidatin, gerade mal ein Mandat, so sieht es jetzt aus, hat Ihre Partei errungen, Ihres. Die erhoffte Trendwende, ist das nicht für Sie? Nee, also wir haben uns natürlich ein besseres Ergebnis erhofft. Gleichzeitig ist es aber für uns jetzt auch die Chance, dadurch, dass wir auf jeden Fall im Europaparlament vertreten sein werden, dass wir in den nächsten 5 Jahren unsere Arbeit weiter treiben können. Ich glaube, in den Landtagen, in denen wir schon sitzen und auch im Europaparlament, haben wir in den letzten Jahren gezeigt, dass wir wirklich was verändern können in der Politik. Und ich freue mich auf jeden Fall auf diese Aufgabe. Wie kann man als Kleinstpartei mit einem Mandat im Europaparlament mit über 700 Abgeordneten, wie kann man da Politik machen? Wie kann man überhaupt Einfluss ausüben? Wir haben bisher mit den 2 schwedischen Piraten im Europaparlament schon einiges verändern können. Einfach dadurch, dass wir Expertise haben für Themen rund um das Internet, für die Zukunft der digitalen Gesellschaft. Wir haben zum Beispiel maßgeblich zur Ablehnung des Handelsabkommens ACTA beigetragen. Wir haben das Netzneutralitätsgesetz auf den Weg gebracht. Und ich glaube, man kann einfach durch gezielte Zusammenarbeit mit anderen Parteien, mit Piraten aus anderen Ländern, die hoffentlich noch einziehen, wirklich was verändern. Und ja. Vielen Dank, Julia Reda. Die Piraten hoffen, dass Sie auch mit einem Mandat Einfluss ausüben können. Die auf die Trendwende für Sie ist es allerdings nicht. Und damit zurück ins Wahlstudio.